Hallo, guten Morgen alle zusammen. Ja, und heute mache ich mal wieder ein Quatschvideo. In den Kommentaren war ein Abonnent, der hat dann so gefragt: Ich hatte mal gedacht, dass du mal etwas erzählst über dein Rentendasein. Und dem müsste ich jetzt auch mal Genüge tun. Ja, Rentendasein, gut, das sind jetzt knapp 3 Monate, die ich zu Hause bin. Und klar, am Anfang hat man natürlich einiges zu tun. Es ist irgendwo Sachen sind liegen geblieben. Ich habe mal die Aktenordner durchgeforstet, alles, was nicht mehr so aktuell ist oder nicht mehr gebraucht wird, mal aussortiert. Ja, dann die große Baustelle, der Keller. Da bin ich dann auch mal durchgeflogen und habe dann das, was nicht mehr notwendig war, alles entsorgt. Gut, ist immer noch genug da, weil zum Beispiel Kartons, die nehmen natürlich auch ein bisschen Platz weg, aber ich lasse meistens immer die Sachen, wo noch Garantie ist, die lasse ich meistens dann noch die Kartons da, dass man das besser einpacken kann, wenn man mal was zurückschicken muss. Oder aber auch, denke ich natürlich, wenn ich jetzt umziehen sollte, ist egal wohin und wann, dass man dann halt die Originalverpackung hat oder besser einpacken kann, als dann irgendwie in Knallfolie zu packen und was weiß ich. Gut, muss man das machen? Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt so mein Gedanke. So, wo wir jetzt am Keller sind, da habe ich natürlich auch einiges noch an Tüten stehen, wo Werkzeug drin ist, Maschinen drin sind, Ersatzteile drin sind. Das kennt wahrscheinlich derjenige, der also, selber ein Haus hat, oder wir hatten ja auch mal ein Haus. Und da sammelt sich ja einiges an. Da habe ich so ab und zu mal so gedacht, ja, was willst du da alles noch mit, wenn du jetzt wirklich nur noch auf einer Mietwohnung wohnst, brauchst du dann alles nicht mehr, ob das Stichsäge ist, ob das Kantenschleifer sind und was weiß ich, all von ihr Döne. Aber wenn man da wegschmeißen, verkaufen, bringt eh nichts, da kriegst du nichts für die 5 Euro, die du dafür dann bekommst. Ja, mir geht aber eigentlich hauptsächlich darum, was mache ich mit dem ganzen Sammelsurium an Werkzeug? Ringschlüssel, Mausschlüssel und was weiß ich. Soll man dann immer alles entsorgen und soll man sich so einen Werkzeugkoffer holen, wo alles drin ist? Aber ihr wisst ja selber, bei so einem Werkzeugkoffer, das ist dann so ein Sortiment, aber da sind noch nicht alle Schlüssel drin. Da sind nicht alle Mausschlüssel drin, nicht alle Ringschlüssel drin. Du hast dann nur eine Zange, wenn du mal was kontern willst oder so, brauchst du eine zweite Zange, hast du natürlich dann schon wieder nicht. Und. Das sind so Sachen, die mir da durch den Kopf gehen, ne? Ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ich nicht mehr arbeiten muss, habe ich dann natürlich jetzt viel Speicherplatz wieder frei da oben, weil ich mich um die Arbeit nicht mehr kümmern muss. Und dann kommen dann solche Gedanken, ja. Jetzt bin ich zwischendurch, dann habe ich da mal bei Amazon geguckt, was gibt es da für Aufbewahrungsmöglichkeiten. So Stapelboxen sind natürlich ideal. Aber wenn du die dann nachher übereinander stapelst, ist natürlich schön, alles prima, aber wenn du die transportierst, musst du dann alles wieder auseinanderruppen, weil alles auf einmal tragen kannst du natürlich nicht. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, was ich da jetzt letztendlich für eine Lösung für finde. Ja, und dann sind wir natürlich viel am Recherchieren und am Gucken, wie hoch sind die Kosten für eine Mietwohnung? Wo kann man jetzt von hier aus eruieren? Wo sind die Wohnungen alle? Ich meine, so ganz in die Berge rein möchte man natürlich in dem Alter auch nicht mehr. Weil es kann ja immer mal sein, du hast kein Auto oder ihr sagt, du hast die finanziellen Mittel nicht für dir ein neues Auto anzuschaffen. Das kann dir, ist ja, wo du bist, kann dir das ja passieren. Da musst du natürlich auch da wegkommen. Und wenn da in der Ecke, wo du da wohnst, ist ländlich wohnen, ist immer toll, alles prima. Du hast keinen Stress. Wenn du den Stress haben willst, dann fährst du mit dem Auto rein in die Stadt. Ja, das sind so alles auch so die Gedankengänge. Ne? Man guckt dann mal, klar, du kannst nur auf den Portalen gucken, die
hauptsächlich auch für Tourismus gedacht sind. Das sind natürlich also, das haben wir ja mit der Türkei genauso gehabt. Da denkst du, dann denkt man wirklich, ist unabdingbar, sich einen geeigneten Makler zu suchen, dann, wenn man da wirklich jetzt eine Wohnung benötigt. Aber so weit sind wir ja jetzt auch noch nicht. Wir sind ja jetzt erstmal in der Eruierungsphase. Wo willst du denn letztendlich sesshaft werden, wenn du nach Spanien gehst? Und da warten wir jetzt sowieso erstmal den Mai ab. Da haben wir ja viel Zeit. Dann werden wir da mal ein bisschen durch die Gegend fahren und gucken. Jetzt letztendlich ist das nur so eine Informationsphase. Wo liegen so die Preise für Mietwohnungen? Ansonsten, wenn du, klar, ist das ärgerlich, wenn du jetzt irgendeine Wohnung siehst, boah, schon toll. Ja, aber nochmal so ein Ding wie in der Türkei, da monatelang eine Wohnung mieten und du bist nicht unten. Also das sind so Erfahrungswerte, die hat man gemacht und ich denke mal, da macht man auch eine zweite Mal. Ja, das ist erstmal so im Groben. Ich wollte jetzt nochmal eben in den Keller gehen, da wollte ich dann nochmal schnöben. Was ist dazu an Menge? Was braucht man dafür für Aufbewahrungsmöglichkeiten? Und dann komme ich gleich nochmal zu euch zurück. Also bis gleich. So, der Anfang ist gemacht. Ich habe jetzt mal aus dem Keller eine Werkzeugkarre hochgeholt. Die werde ich jetzt mal ausräumen, aussortieren, neuen Platz schaffen und dann mal schauen, was ich da rein tue. Dann habe ich schon mal den Anfang gemacht. Ja, irgendwo muss man ja anfangen und das ist natürlich das Einfachste, indem man die geordnete Kiste in Anführungsstrichen mal aufräumt, einen neuen Platz schafft und dann einmal wieder was einräumt. Dann ist es natürlich dann schon wieder ein bisschen weniger geworden. Dann kann man auch absehen, was man noch so an Kisten braucht. So, ich werde mir jetzt noch einen Kaffee machen und dann werde ich mal loslegen. Also, bis gleich nochmal. Ja, so bin ich jetzt mal durch mit der ganzen Sache. Das ist noch übergeblieben. Ich schalte mal um. Dann muss ich mal gucken, wo ich das noch hin tue. Vielleicht ein kleines Kästchen oder sowas. Das sind noch Sachen, die passen da irgendwie nicht zu. Jetzt habe ich hier alles noch beschriftet, damit man mal weiß, wo alles ist. Da habe ich mir aber jetzt noch so einen Etikettierdrucker bestellt. Da kommen da richtig vernünftige Dinger drauf und nicht so was mit Klebeband und mit Edding. Ja. Und jetzt ist alles schön da, wo es hin muss, aussortiert, was Schrott war. Wie gesagt, alles schön beschriftet. Und die sind hier überall drin. Und dann die Kleinkramzeugs. Hier unten ist dann die Bohrmaschine drin und der Tacker. Passend dazu sind auch dann hier die Sachen da mit drin, Dübel und so weiter. Ja, hier ist noch so eine kleine Box. Da ist dann das ganze Werkzeug alles drin. Aber wie gesagt, auch beschriftet, da ich weiß, wo was ist. Heute wieder eine Beschäftigung gehabt und jetzt können wir an das nächste Projekt gehen. Jetzt muss ich noch mal in den Keller, da ist noch so ein großes Regal, da muss ich auch noch ausräumen und alles wegschmeißen, was man nicht mehr braucht. Man muss auch mal loslassen können, ne? Oder wie war das? Ja, aber jetzt werde ich mir erstmal einen Kaffee trinken und dann geht es weiter. Ihr Lieben, bis dann.